Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hero zusammen mit Zombie dabei. Hallo. Hallo, ich bin auch mal dabei, weil, ja, ich habe halt die Chocobo-Farm und er hat scheinbar in seiner letzten Folge nicht unbedingt perfekt seinen Chocobo bekommen, nicht so wie er es wollte. Ja, Deswegen. ich hatte mir ja schon mal ein weißes Chocobo geholt und jetzt habe ich mir halt ein schwarzes geholt, wie ihr halt bei mir in der letzten Folge gesehen habt. Und da steht, wenn ich da mit meinem Chocopedia-Rechtsklick drauf mache, steht da Zombie. Und anstatt dass ich das jetzt töte und mir irgendwie Neues hole oder so, habe ich einfach mal den Zombie gefragt, woran das liegt. Und der meinte, dass es daran liegt, dass es eigentlich, dass er das halt gezähmt hat, aber wir beide gleichzeitig auf dem Server sein müssen, damit er hier da so das irgendwie so umwandeln kann. Ich kann das auf dich Deswegen umschreiben, ja. umschreiben. Wo ist denn das überhaupt? Oder wo bist du? Warte, ich komme einfach zu dir kurz. So. Ey, bei mir fehlen voll viele Blöcke irgendwie am Haus. Also, Okay. ich habe jetzt schon drei Blöcke gesehen, die fehlen. Ist das irgendwie vom Enderman? Aber ich wollte wahrscheinlich eh umziehen. Ach, cool, hier Hallo. hast du ja auch schon die Wege gemacht. Ich war Hallo. dabei vor deinem Haus. Genau vor deinem Haus ist einfach eine Lücke. Ich komme nicht mehr rein mit meinem Jump Boost. Ja, Scheiße, ich habe ja Tribalrüstung. Na, das egal. Einzige, was nervig ist, halt, die Eingänge müssen irgendwie umgebaut werden, dass es alles passt wieder. Aber vielleicht werde ich auch noch umziehen und werde dann in meinem Haus dann irgendwie nochmal eine gesonderte Farm machen mit ganz vielen Kisten, weil ich bin ja Farming-Typ hier in der Stadt. Da werde ich dann die ganzen Essenssachen reintun, dann wird das so ein Sternschnuppe. Sternschnuppe. Stopper. Wo ist die hin? Irgendwo hinter dem Turm ist sie abgestürzt, glaube ich. So. Ja, los, gönn dir. Brauchst du eigentlich Freezer Ride? Ich habe nämlich relativ viel. Was ist Freezer Ride? Das, diese Eismeteor, woraus man Werkzeuge bauen kann, die man umsonst verzaubern Ah, kann. ah, Das nehme ich als. Wetter. Ja, oh Was Gott. möchtest du dafür haben? Ich kann dir Hexikal-Essenzen geben. Das Chocobo hier ist bei mir total verbuggt. Der Kopf hängt irgendwie voll daneben. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe den einfach Behindi genannt. Guck dir mal an, ich habe ihm gesagt, er soll einen Kopf hochnehmen. Warte Kopf mal. hoch, Kopf hoch, Junge. Du Warte. schaffst das. Accept und Name Shown. So. Behindi. Der ist einfach so ein Krüppel, der ist einfach den Kopf weg. Der hat einfach den Kopf neben. Der Kopf ist ja nicht mal wirklich mit seinem Körper verbunden irgendwie. So. Komisch. Na gut. Zeig erstmal dein Goldenes bitte erstmal, weil Zombie hat Das jetzt ein. Goldene habe ich rot gefärbt. Das kann man umfärben, das Goldene. Hier. Ah, deswegen. Ich dachte schon, es gibt rote. Kannst mal drauf gehen und rumfliegen. Ist Ja, ganz ich lustig. hab's schon gesehen, Gonzo. Und wir haben auch einen Seminator da am Start. Ja. Der Seminator ist unser Paarungs-Chocobo. Das kann fliegen, ne? Kriege ich Ja. jetzt falsch an, wenn ich wieder runtergehe einfach? Du kannst mit Steuerung schneller runtergehen. Also mit Drücken eher. Alter, wie geil. Ja. Warte, bin ich damit schnell? Tschüss, ich komm nie wieder. Oha. Ja, Oha. das ist recht schnell. Oha, wie geil. Richtig Mit cool. dem schwarzen Chocobo hast du ja Night Vision, wenn du drauf sitzt. Ja, ich habe ja eh mit meiner Tribalrüstung Night Vision die Achso, ganze Zeit. ja. Das ist kein Unterschied. Ich werde mir aber vielleicht noch eine Scale-Rüstung machen, weil Guck, das Night Schwarze Vision. hier wäre gar nicht gezähmt gewesen, zum Beispiel. Das siehst du immer in den Halsbändern. Schwarze hättest du dir sowieso nehmen können. Ach, verdammt. Aber ich habe mir das andere genommen. Wo ist das andere? Was ist denn das hier? Ja, bei mir zu Hause. Ach so, wo sind wir denn schon wieder hier? Ich weiß es nicht. Du bist irgendwie wieder hingelaufen und wolltest mir diesen Behinderten zeigen. Ja, aber ich Du. dachte, der ist da, weil du ihm nicht gezeigt hast, wo er ist. Hast du Jump Boost? Nee. Bisschen? Oh, okay, dann machst du hier mit durch. Aber ich weiß nicht, ob wir hier so reinkommen. Ich mit meinem. Ach komm, warte. Warte, warte, warte. So. Jetzt geh mal kurz rechts. Ja, das ist ja alles noch ein bisschen 0815. Ich bin gerade eingezogen. Hier durch. Hä? Hier sind. Okay, warum Meine gucken wir? Schweinchenfarm. Wieso hast du einen Tunnel in deinen Garten? Frag mich nicht. So, da. Change Owner, Concrafter, Accept, Accept. Okay, kann nichts mehr dran machen. Jetzt er gehört dir. Hast du noch ein Chocopedia? Ja, ich habe noch eins. Genau, kannst du jetzt einfach umnennen und Namen anzeigen lassen, bla Oh, bla bla. direkt fängt es an zu regnen. Ich glaube, das war nicht gut. So. Change. Confirm. Und was ich auch noch fragen wollte, wie mache ich da eine Bag dran? Ein Chocobo-Backpack. Weiß ich nicht, den habe ich selber noch nicht gehabt. So, kann ich dann einfach irgendwie Rechtsklick drauf machen? Oder Chocopedia, warte mal. Drop Gear. Es Stay. gibt ein Und. Chocobag, das wusste ich Oha! nicht mal. Oha! Ja, das ist hier so ein Täschchen hier. Aber ich kann damit nicht Rechtsklick machen. Kann das da nicht drauf machen? Weiß ich nicht. Warte, wenn ich da jetzt mich theoretisch Es draufsetze. gibt Chocobo-Backpacks und Chocobo-Sattelbags. Keine Ahnung. Stay. Wenn ich es rausfinde, werde ich es dir schreiben. Okay, cool. Aber ich kann mit dem Chocobo drauf machen, dann Drop Gear machen. Aber der hat ja kein. Lass doch mal den Namen anzeigen. Ja, dann droppt er den Sattel. Ja, aber jetzt hat er das Backpack, aber keinen Sattel mehr. Ah ja, und es gibt eben eine Kombination aus beiden scheinbar. Gibt ja auch noch den Sattel-Backpack. Ehrlich? Ja. Oh, warte mal. Musst du wahrscheinlich den craften. Saddlebag. Oh, ich habe mir den Backpack gemacht. Ach Mann, ja, ach, oh.
Du kannst bei dem Chocobo noch machen, dass der Name angezeigt wird, wenn du auf das Name Hidden draufklickst. Dann sieht man den Namen auch über dem Viech. Ach ja, okay, gut. Genau, Choki. Choki. Okay, warte. Ja gut, dann craftet er jetzt in seinem Part noch weiter und ich höre jetzt den Part bei mir hier auf und werde es dann zusammenschneiden. Bei mir geht es dann normal weiter und ich baue in der Stadt weiter. Genau. Viel Spaß noch und wenn ihr den Rest von Chocobo sehen wollt, schaut einfach auf seinen Kanal. Hurra! Wenn ihr den Rest von Zombie sehen wollt, dann schaut einfach auf Zombies Kanal. Ja! Heyhu! Tschüss! Tschüss! So, da sind wir auch bei Minecraft Hero. Heute mal ohne Facecam wieder, weil ihr habt ja den gesehen, was davor war. Hier entsteht die öffentliche Essensausgabe von Concraft. Okay. Wir werden heute ein bisschen weiter bauen in unserem schönen Dorf. Mit unseren schönen Häusern. Und ich bin dafür, dass wir müssen noch ein paar Kleinigkeiten auf jeden Fall im Dorf machen. Ich möchte jetzt nächstes eine Schmiede bauen. Da ich geschätzterweise ist viele eine Angabe. Oh, guck mal, da hat er irgendeine Mob-Kill-Maschine gebaut, der Herr Kev. Ich wollte mich schon wundern, dass ich einen Zombie höre. Das einzige Problem damit ist, dass cool. Kommt einfach runtergespült. Krass. Sehr cool. Zombie-Gehirn brauche ich sowieso gleich. Zwar nicht so viele, aber hey. So. Hast du dieses Item rumfliegen? Weil ich mir was. Ja, wir haben mir 50 circa Videos zugeschickt. Sehr cool von euch. Vielen Dank auf jeden Fall an jede einzelne Person. Ich konnte jetzt nicht unter jedes Video drunter kommentieren, sonst hätte ich. Keine Ahnung, unter 50 Videos. 50 plus Videos, sagen wir mal so, es sind mehr als 50 gewesen. Drunter kommentieren dürfen und keine Ahnung. Ich habe unter in die meisten reingeschaut, aber mir hat bei einem eine Idee sehr, sehr gut gefallen. Wer oder was sage ich noch nicht? Ich überrasche euch einfach mal. Aber bitte seid auch nicht enttäuscht, falls ich eure Idee nicht nehme. Ich bin trotzdem sehr dankbar dafür, dass mir viele ihre Idee geschickt haben. Ist schon mal sehr cool. Und übrigens, viele haben mir die Idee auch leicht falsch geschickt. Aber ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch irrelevant. Ich erwähne auch jetzt nicht, wie falsch. Was hier steht? Neue Haus von Concrafter neben Kev. Okay. Na guck, er hat sich sogar den Weg angepasst. Ah, süß. Kann man das Feld hier abreißen? Oder braucht das noch jemand? Ach, ich lasse es jetzt erstmal noch da. Ich will auf jeden Fall so eine Schmelz-Ding bauen. Und jetzt neben Kev, was da? Schreibt dir erstmal einen ganzen Monolog hin. Statt dass er sich einfach was nimmt. Ah, mein Hilfe, mein Inventar ist so voll mit Zeug. Da kann das rein und hier kann die ganzen Bäume rein. Die Federn von mir aus und das Weizen. Und da die Karotten rein und dann kann hier eigentlich auch noch die Gehirne rein. Da kann noch ein bisschen Erde rein. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite Steinkiste, wenn es so weitergeht. Ich darf jetzt nur 14 Minuten circa machen. Okay, muss ich dran denken. Hier kommt Holz rein. Holz. Oh, wir haben ja noch mehr als genügend Holz. Wieso fälle ich überhaupt immer die Bäume? Egal. Pflanzenzeug ist gleich Kürbisse. Mal sortieren drücken. Goldapfel tue ich mal unter das Essen packen. So viel Eisen haben wir denn? So viel, okay. Ich möchte nämlich jetzt schon mal so ein paar Sachen machen. Einfach nur, um sicher zu sein. Wollte eine Eisentür bauen. So, erstmal für das Haus. Bevor ich jetzt mich hier aussperre, sollte ich vielleicht doch ein bisschen mehr nachdenken. Ich brauche ein paar Blumen. Habe ich jemals Blumen mitgenommen? Frage beantwortet. Bitte ist es... Ja, sehr gut. Und dann brauche ich Dreck. Dreck. So. Wir basteln uns nämlich was Schönes, was ich herausgefunden habe. So, und komm noch einmal. Und vier Erde. 1, 2, 3, 4. Camouflage-Paste, ja! Und dazu... Dann hau ich... Muss ich ausprobieren, wie das funktioniert gleich.
Dann brauche ich einen. Wie baut man einen Schalter? Brauche ich dazu einen Clean Stock und einen Cobblestone, glaube ich, war es. Es war super simpel, glaube ich, ja. Es fallen mir schon die einfachsten Rezepte nicht mehr ein. Das kann ich sogar hier, glaube ich, craften. Ja, dann. Also da passt sich immer das an, wo man es ransetzt, glaube ich. Ja. So, jetzt kann ich meine Haustür hier aufmachen. Und das darf natürlich kein anderer machen, weil das ja mein Haus ist. Fand ich ganz cool. Das kann ich auch von innen und außen mit einem Block aufmachen. Selbiges werde ich benutzen dann, um meine Gruft an- und auszumachen. Fand ich ganz cool. Ich kann auch ganz viele Blöcke unsichtbar machen und so weiter. War einfach nur lustig. Finde ich einfach super cool. Mit dem Camouflage-Zeug kann man auch ganz viel anderes machen. Ich zeige dir mal kurz ein bisschen durch. Da kann man Camo-Gate machen. Weiß ich nicht, was das bringt. Glasscheiben, die nur durchsichtig sind von einer Seite. Ghost-Blocks. Wahrscheinlich Blöcke, die komplett unsichtbar sind. Was ist das? Secret Redstone. Oh, kann man unsichtbares Redstone basteln. Super Secret Lever. Man kann immer Gehirne oder Wolle nehmen. Okay, Super Secret Stone Button. Ja, alle Druckplatten kann man auch Super Secret basteln. Secret Player Plate. Also halt, dass sie nur von Spielern aktiviert werden kann, wenn man drüber läuft. Gewichtsplatte. Alles Mögliche kann man daraus craften, aber. Ja, finde ich ganz cool. Und sowas dürfte wahrscheinlich auch nur von mir betätigt werden nach den Regeln. Deswegen ist mein Haus schon mal ein bisschen einbruchsicherer, sag ich mal. Und Leute sind verwirrt, weil sie nicht reinkommen. Aber gut, jetzt nehmen wir kurz mal zwei Stacks davon und bringen die kurz zu Kundkraft her. Damit ihr dann noch. Damit sich keine Ahnung was bauen kann. Ich glaube, mit zwei. Ich glaube, ein Stack reicht ihm eigentlich auch. Geiz. Ganz ehrlich, gehen eh nie kaputt. Also, beziehungsweise reichen sie eh so lange. Ich glaube nicht, dass der jetzt da so viel daraus basteln wird. So, dann habe ich das hinter mir. Das ist schon mal schön. Das mit der Tür freut mich schon mal. Dann. Die hier schon abgebaut. Ja klar, weil jetzt die Monster woanders spawnen. Mit Chocobos geht's gut. Dann kümmern wir uns doch weiter um die Wege. Aber da muss ich mein Zeug auch wieder mitnehmen. Ich nehme auch, glaube ich, jetzt wieder zwei Taschen mit, dass ich auch alles immer wegstopfen kann, weil ich habe keinen Bock, ständig in mein Haus zu laufen, nur weil ich irgendwelchen Crap aufsammle zwischendurch mal. Gelbe Tasche und braune Tasche. Obwohl, nehme ich die rote Tasche mit, so. Dann die drei Sachen. Ich nehme aber gerade mal so noch mit. Ich mache nochmal die Stöcke mit, dass ich mir gleich die Sachen nochmal neu craften kann. Dann brauche ich das Holz. Eisen kann ich zurücklegen gerade mal. Für eine Schmelzerei muss ich dann in den nächsten Parts ein bisschen farmen. Aber die anderen Städte haben, glaube ich, schon einen und wir sind die einzige ohne und keine Ahnung. Ist auch, mal was, ein schönes Ziel, was man sich zusammen farmen kann. So, euch nehme ich alle mit. Und euch nehme ich auch noch mit. So, wunderbar. Ich bin selber noch ein bisschen verwirrt davon. Zack, zack. Zwei Chocopedia einfach dabei. So. Die Tür kann noch weg. Das Sand kann noch weg. Jetzt habe ich keine Stöcke mitgenommen. Und ich habe sie gerade weggepackt. Egal, jetzt haben wir auf jeden Fall welche. Gut, dann bastel ich mein Werkzeug mal kurz bei Kev im Haus neu. Tut mir leid, dass ich dein Haus benutze, Kev, aber keine Ahnung. Bin immer zu faul, mein eigenes Haus zu benutzen, wie es scheint. Zack, zack. Beiden verzaubern wir eben. Die Eisschaufel ist sowieso super geil, wenn man unter Wasser schneller schaufeln kann.
Deswegen kann man nicht dann Kies super gut farmen. Nee, Lehm. Lehm, Lehm, Lehm. Lehm braucht man dafür. Unbreaking. Auf Fortune 3 drauf, ja. Soltazer und Magnetisierung. Enchant. So. Ich mach behalt mal die alten Werkzeuge und mach sie vorher kaputt. Sonst habe ich irgendwann so alles vollgelagert, das will ich auch nicht machen. Bin ja hier nicht irgendwie einer, der die ganze Stadt voll mit Müll lagert. Ab den nächsten Parts muss ich dann beginnen, die Häuser abzubauen. Oder wieso kann ich jetzt auch schon damit anfangen? Ich will manche Häuser abreißen, manche dürfen bleiben. Man muss schauen, wie es passt. Es soll nicht zugequetscht sein, aber ich will die. Das ist mein Haus da hinten. Das ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Also irgendwie hier hätte ich gerne die Schmiede. Da sind diese kleinen Häuser, die sind okay. Obwohl, daraus könnte man noch den Schmiedeplatz machen. Wie viel braucht der? 3x3. Na, es wäre ein bisschen zu. Könnte eigentlich genau hinkommen, wenn man die hier auf die Ecke macht. Dann reißen wir das Haus ab. Tut mir leid, Haus, aber du bist abgerissen. Du bist offiziell uncool. Kommt da nämlich unsere Schmiede hin. Genauso auf die Ecke drauf. Zündet die Schmiede das Holz an oder nicht? Also eigentlich ist die Lava, ist da mit damit Lava gearbeitet, aber die ist eigentlich in einem Behälter drin. Ich frage vorsichtshalber einfach. Wenn ja, dann baue ich da extra nochmal so einen fetten Steinrahmen drum, dass nichts verbrennt. Wenn ich mit Silk Touch die Scheiben abbaue, dann kriege ich die auch wieder, oder? Wahrscheinlich. Aber wisst ihr was? Haha, mir egal. Ich kann auch ohne Fenster leben. So. So. Oh nein, wir haben ein Haus abgerissen. Wir sind so böse. Ich habe gerade voll Spaß dran, mich hier um die Stadt zu kümmern in meinen Folgen. So. Gut, 2 Minuten haben wir noch. Das kriegen wir alles noch hin. Das läuft. So. Können wir das hier noch durchziehen? Es ist so krass, wie wenig Platz man eigentlich hat. Das brauche ich alles nämlich. Na gut, die Beutel kann ich hochpacken. Obwohl, einen kann ich da lassen, kann ich dann immer befüllen. Falls mich was groß stört. So. Pam. Und so ein Feld braucht dieses Ding eben. Deswegen würde ich das gerne hier hinpacken. Ich hoffe, es macht noch keiner vor mir. Und das wäre dann hier so in diesem Rahmen. Da wird es dann so drin. Ich mache erstmal kurz kurzerhalber das hier rein, dass jemand sieht, dass da irgendwas entstehen wird. Auch wenn die Schmiede dann hier nochmal so einen Rahmen drauf braucht, dass man das Holz eh gar nicht mehr sieht, aber trotzdem. Einfach trotzdem. Einfach trotzdem. Es gehört so. So. Dann haben wir die Wege. Fehlen noch Wege eigentlich oder haben wir jetzt langsam alle Wege fertig? Da fehlt auf jeden Fall noch Holz. Und irgendwie das halbe Haus. Oh, hier fehlt noch Holz. Okay. Das werden wir aber im nächsten Part machen. Dann machen wir im nächsten Part, ziehen wir noch die letzte Holzlinie. Dann sind wir endlich fertig mit der Verholz. Bewegung der Stadt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Zimbel. Tschüss. Ich kann auch mal vom Server gehen live. Ha.